Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wieder werde ich gefragt, mit welchen Produkten ich meine Haut pflege, weil ich so eine gleichmäßige Gesichtshaut habe. Daher möchte ich heute näher auf diese Fragen eingehen und Ihnen meine Schönheitsgeheimnisse verraten. Zunächst muss ich darauf hinweisen, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr an Akne leide. Diese hat sich zwar im Laufe der Zeit gebessert, ist aber nie ganz verschwunden und insbesondere nun, in meinen 40ern, wieder verstärkt aufgetreten. Insbesondere betrifft die Erwachsenenakne den Wangen- und Kinnbereich. Der Stirnbereich ist vorwiegend während der Pubertät betroffen. Schon in meiner Jugend hatte ich alles Mögliche versucht, um die Akne zu behandeln oder ganz loszuwerden. Mit Schrecken erinnere ich mich an die schmerzhaften Schälkuren und Schwefelpräparate, die die Haut nur reizten, das Hautbild aber nicht verbesserten. Auch regelmäßiges Waschen mit Spezialseife brachte keinen Erfolg, sondern trocknete die Haut nur aus. Nachdem ich froh war, diese unangenehmen Jahre endlich hinter mich gelassen zu haben, musste ich mich nun erneut mit dem Thema Akne auseinandersetzen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass die Neigung zu Akne auch bei sorgfältiger Hautpflege weiterhin bestehen bleibt. Manchmal gibt es sogar eine erbliche Komponente. In meinem Fall waren Mutter und Großvater davon betroffen. Nun werde ich Ihnen meine Behandlungsmethoden im Einzelnen erläutern. Grundsätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass unser Körper von sehr unterschiedlichen Hautarealen bedeckt ist. Jede Zone bedarf einer speziellen Pflege. Nur wenige Produkte sind für den gesamten Körper geeignet, da jeder Bereich unterschiedliche Bedürfnisse hat. Gerade die Corona-Zeit kann für den einen oder anderen der Anlass sein, das persönliche Hygieneniveau zu heben. Insbesondere geht es mir hierbei um das regelmäßige Händewaschen. Unzählige Male berühren wir an einem Tag unsaubere Gegenstände und Oberflächen und greifen uns anschließend ins Gesicht. Dieses gehört zu jenen Hautarealen, die nicht von Kleidung bedeckt sind und ohnehin schon viel Schmutz, der sich in der Luft befindet, ertragen muss. Das Händewaschen ist daher der erste Schritt zu einer reinen Gesichtshaut. Ich habe mir angewöhnt, zwei verschiedene Handtücher zu verwenden, eines ausschließlich für die Hände und das andere nur zum Abtrocknen des Gesichts. Wechseln Sie Ihre Handtücher einmal in der Woche. Gleich vorweg, je gründlicher Sie Ihr Gesicht reinigen, desto besser ist das Endergebnis hinsichtlich der auftretenden Akne-Symptome. Wasser und Seife sind hier nicht ausreichend bzw. nicht die richtige Wahl. Wenn Sie über 40 oder bereits in den Wechseljahren sind, haben Sie es mit einer schwierigen Haut zu tun. Sie ist einerseits an manchen Stellen empfindlich und trocken, andererseits fettig und großporig. Es stellt sich also die Frage, welche Pflegeprodukte eine Lösung für beide Probleme sein können. Scheuen Sie sich nicht, in der Drogerie wieder ins Regal für junge Leute zu greifen. Dort finden Sie die Reinigungs- und Pflegeprodukte, die Sie für die Bekämpfung der Akne benötigen. Dazu zählen auf jeden Fall ein Waschgel, ein Peeling und eine Maske zur Tiefenreinigung. Ergänzend dazu kaufen Sie Produkte aus dem Sortiment für ältere Damen. Vermeiden Sie es jedoch, Cremes zu kaufen, die für über 50-Jährige oder 60-Jährige bestimmt sind. Diese sind meist deutlich zu fettig und zu reichhaltig. Hier empfehle ich Ihnen leichte Texturen, die Feuchtigkeit spenden, mit Boost-Effekt und die schnell in die Haut einziehen. Sehr gut eignen sich Cremes mit Rosenbestandteilen als Tagescreme. Vergessen Sie bitte nicht die Augenpartie. Hierfür gibt es fein abgestimmte Cremes für die empfindliche Haut um die Augen. Hier rate ich Ihnen ebenso zu Rosencremes,
Besonders mit solchen aus Bulgarien, die weltberühmt sind, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich nenne an dieser Stelle keine Marken, es gibt verschiedene Hersteller, aus denen Sie auswählen können. Aber auch Pflegeserien mit dem hochwertigen Arganöl sind eine gute Wahl. Ergänzend dazu empfehle ich Ihnen Rosengesichtswasser. Damit können Sie die Haut nach dem Waschen abtupfen. Besonders erfrischend ist dies auch im Sommer für das Dekolleté. Verwenden Sie für die Dekolleté-Haut niemals Peeling, sondern speziell für diesen Bereich geeignete Pflegeprodukte. Auch am Hals sollte nicht zu viel gerubbelt werden. Ab dem 40. Lebensjahr sollten Sie ausgiebige Sonnenbäder vermeiden. Tragen Sie bei starker Sonneneinstrahlung stets eine Kopfbedeckung. Insbesondere dann kann dadurch dem weißen Hautkrebs vorgebeugt werden. Ebenso tabu ab diesem Alter sollten Solarienbesuche sein. Einige Jahre später werden Sie sich sonst über ledrige Haut und übermäßiges Auftreten von Altersflecken ärgern. Aber auch im Gesicht können in Wechselwirkung mit verschiedenen Pflegeprodukten dunklere Pigmentflecken auftreten, die sich hartnäckig halten. Gehen Sie einmal im Jahr zum Hautarzt und lassen Sie Ihren Hautzustand nicht nur im Gesicht fachmännisch prüfen. Nachts können Sie eine etwas reichhaltigere Creme auftragen. Für die Reinigung des Gesichtes hat sich die Verwendung einer elektrischen Gesichtsbürste bewährt. Verwenden Sie diese nie auf trockener Haut und bewegen Sie sie nicht länger auf einer Stelle. Das führt zu Hautreizungen. Mit manuellen Gesichtsbürsten wird ein ungleichmäßiger Druck auf die Haut ausgeübt. Auch die Länge der Borsten ist nicht ideal. Daher bevorzuge und empfehle ich die elektrische Variante. Diese Geräte gibt es von verschiedenen Herstellern. Reinigen Sie Ihr Gesicht morgens und abends sowie die Mundpartie nach jedem Essen. Vermeiden Sie dickflüssiges Make-up. Wenn die Haut gut gepflegt ist, reicht auch ein leichtes antibakterielles Gesichtspuder in Ihrem Hautton, welches Sie übrigens auch in der Abteilung für junge Frauen finden. Das Peeling können Sie zweimal pro Woche anwenden, die Gesichtsmaske einmal. Achten Sie darauf, dass Sie Masken wählen, die die Haut nicht zu stark reizen. Lassen Sie diese niemals länger als in der Beschreibung empfohlen auf der Haut. Manche können im schlimmsten Fall allergische Rötungen auslösen. Planen Sie einen Tag pro Woche als Pflegepause ein. An diesem sollten Sie kein Make-up tragen und nachts die Creme weglassen. Achten Sie auf ausreichend Schlaf. Nicht ohne Grund gibt es den Begriff Schönheitsschlaf. Im Schlaf regeneriert sich nicht nur der Körper, auch die Haut wird erneuert und erfrischt. Verzichten Sie auf das Rauchen und vermeiden Sie Stress. Wenn Sie meine Tipps beherzigen, werden Sie bereits nach einer Woche bemerken, dass sich Ihr Hautbild bessert. Die Poren werden sich verkleinern, die Haut wird weicher und zarter. Pickel werden seltener auftreten. Diese brauchen Sie nicht auszudrücken, sondern erreichen durch die regelmäßige Reinigung mit der Bürste, dass die Poren sich von selbst leeren. Ich hoffe, dass Ihnen meine Ratschläge helfen und wünsche Ihnen gutes Gelingen.